In der Demokratischen Republik Kongo haben mutmaßlich islamistische Rebellen ein Massaker in der Stadt Beni verübt. Dabei wurden unterschiedlichen Angaben zufolge zwischen 18 und 40 Menschen getötet. Darunter sollen zahlreiche Christen sein, wie ein Pastor dem Nachrichtendienst World Watch Monitor berichtete. Demnach stürmten die Angreifer das Stadtzentrum am 22. September mit Schusswaffen und Macheten. Wie ein Überlebende sagte, trugen sie militärische Uniformen, sodass die Bewohner dachten, es handele sich um Regierungskräfte. Sie verhafteten dann die Passanten und sagten ihnen, sie sollten am Straßenrand warten. Auf jeden, der versuchte wegzulaufen, schossen sie. Auf den Podien beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund werden keine AfD-Repräsentanten sitzen. Das hat das Kirchentagspräsidium in seiner Sitzung am 21. September beschlossen. Dem Kirchentag geht es ums Zuhören, aber ich möchte nicht Herrn Gauland zuhören, so der Journalist Hans Leindecker in einem Zeit-Interview. Beim letzten Kirchentag 2017 in Berlin waren AfD-Politiker noch zugelassen. Die AfD entwickle sich aber rasend weiter nach rechts. Er wolle niemanden auf einem Podium haben, der der Auffassung ist, die Demokratie muss weg, so Leindecker. Wähler und Sympathisanten der AfD seien aber ausdrücklich als Besucher eingeladen, wie er dem christlichen Fernsehsender BibelTV sagte. Aber wir müssen die Themen, die Wähler, die Sympathisanten, die müssen stattfinden. Es kann nicht sein, dass Leute in der Gesellschaft immer erklären, mir hört ja niemand zu. Du musst zuhören. Moderne Technik sollte nur dann angewandt werden, wenn sie der Würde des Menschen angemessen ist. Das sagte Siegfried Scherer, Professor für mikrobielle Ökologie, auf der Jahrestagung des Instituts für Glauben und Wissenschaft in Marburg. Diskutiert wurden neuartige gentechnische Verfahren, die einerseits Krankheiten heilen, aber andererseits auch ethische Grenzen überwinden. Ich habe Bedenken, dass unsere technische Entwicklung schneller geht als die Möglichkeit, in unserer Gesellschaft zu diskutieren. Ich habe außerdem die Sorge, dass Christen sich in unserer Gesellschaft zu wenig zu Wort melden und zu wenig im gesellschaftlichen Prozess teilnehmen. Laut Ulrich Aibach, Professor für systematische Theologie und Ethik, war der Fokus der Bibel immer nur auf die Bekämpfung von Krankheiten gerichtet. Eine Verbesserung des Menschen lag nicht im Blick der Menschen zur biblischen Zeit und war auch keine Aufgabe. Gott hat den Menschen gut geschaffen. Was der Mensch für Aufgaben hat, ist in Bezug auf sein Leben, dass er die Krankheiten bekämpft, die nicht Gottes Willen gemäß sind. Das Institut für Glauben und Wissenschaft wurde 1999 gegründet. Es möchte den Dialog zwischen Glauben und Denken fördern.